So, dann melde ich mich nochmal zurück. Und ich habe gerade festgestellt, bei mir ist Halloween schon eingekehrt, denn als ich PowerPoint öffnen wollte und die Risikobelehrung zeigen wollte wieder, sagt mir auf einmal PowerPoint, ich habe keine Präsentation verwendet und ich habe ja dieses Dokument schon zigmal in den letzten Sendungen ja jedes Mal gezeigt. Also irgendwas. Der hat mir hier den Geist etwas angetan hier. Aber nichtsdestotrotz schauen wir auf den Dow Jones Index. Da habe ich um 11:30 Uhr, als der Dow Jones hier auf die Unterstützung gefallen ist, dieses Setup erstellt. Und das ist jetzt auch wie von Geisterhand, ging das jetzt mehr oder weniger 1 zu 1 auf. Wenn man diesen Punkt leicht nach oben setzt, diese Erholung sollte bis zu der Widerstandslinie stattfinden, war dann auch so. Jetzt sollte sich natürlich ein neues Tief ausbilden. Ob das jetzt so tief fällt, sei mal dahingestellt. Womöglich könnte es auch jetzt hier eine Dreierwelle stattfinden, die noch weiter tiefer geht als zunächst vermutet, und dann von hier nur eine kleine Bewegung und dann noch eine größere Abwärtsbewegung. So könnte es sich das jetzt hier noch fortsetzen, bevor das Wochenende zu Ende geht. Aber zunächst muss eben hier ein neues Tief liegen und dann muss man sehen, ob diese Aufwärtstrendlinie, die jetzt nicht, ja, die jetzt ob die jetzt Bestand hat, sei mal dahingestellt, aber hier gibt es eben auch noch eine horizontale Unterstützung, eben in etwa auf dem Level, deswegen habe ich die jetzt mit eingezeichnet. Und das könnte auf jeden Fall eine Anlaufstelle sein. Die nächsten Anlaufstellen wäre dann eben der EMA 200 oder die untere Unterstützung. So, dann schauen wir, wie es eben noch im Tageschart ausschaut, im Dow Jones Index. Hier zunächst einmal die reguläre Session. Zeigt jetzt hier einen leichten Doji an. Und im Future-Handel, wenn das jetzt hier mal schneller gehen würde, so. Ja, und hier ist es ein Shooting Star bislang. Also das könnte sich jetzt eben als ein schönes Verkaufssignal dann darstellen. Im Wochenchart, ja, sieht man jetzt hier wegen den Pfeilen nicht besonders viel. Ist die Kerze. Ja, da kann man jetzt im Wochenchart natürlich nicht sagen, dass es eine Umkehrkerze ist, aber hier im Tageschart. Es ist im Prinzip eindeutig eine schöne Umkehrkerze, die sich im S&P 500 Index im normalen Handel so darstellt und im JFD ist es eben auch ein schönes Shooting Star. Der DAX wollte im Gegensatz zum DAX, der legte jetzt in den letzten 15 Minuten eher zu, während eben die US-Indizes nach unten gefallen sind. Also hier bleibt einfach hier das Widerstandsband auf jeden Fall, also der Gap-Bereich, der offene noch vom 18. August, da bleibt es auf alle Fälle spannend. Und nach unten sieht man im Stundenchart besser, ist eben hier der 38er, EMA 38 hier wichtig. Wenn der nicht gebrochen wurde, dann auch nicht unter die Wolke oder beziehungsweise in die Wolke eintaucht, muss man das hier klar noch als bullisch betrachten. Also hier könnte der DAX eher noch weiter aufwärts wollen in der nächsten Woche. So, dann haben wir diese Sachen, was ich heute Mittag oder heute Vormittag noch zeigen wollte.
war Palladium. Da war Palladium bislang eben an die obere Trendlinie gelaufen und ist jetzt nochmals bärisch abgeprallt, genau an der Linie. Vielleicht kommt dann doch noch hier, kommen wir dann doch noch hier zum Zuge. Aber der Unterstützungsbereich wird immer enger. Und im Prinzip jeder Kurs, der jetzt hier raus, also jeder Schlusskurs, der unter 6000, 660 dann stattfindet, wäre dann hier schon zunächst erstmal mit Hilfe der Rainbow-Analyse negativ zu sehen. Aber da jetzt hier eine starke Aufwärtsbewegung stattgefunden hat, wird auf alle Fälle eigentlich noch eine weitere Welle eben erwartet. Deswegen ist es hier eine gute Anlaufstelle, eine gute Unterstützung, aber er darf natürlich auch noch ein Stück tiefer fallen bis 640. Da wäre das Szenario eines neuen Hochs, neues Verlaufshochs natürlich noch nicht beendet. Erst mehr oder weniger unter 625 noch wieder hier eingezeichnet. Dann würde ich mich vielleicht von diesem Kursziel dann verabschieden. So, dann Dankeschön fürs Zuhören und ich wünsche dann allen Zuhörern ein schön schauriges Halloween-Wochenende. Bis Montag.